direkt in den Chat schreiben. Wir werden uns am Schluss noch Zeit nehmen. Und ich werde nach der Begrüßung ohne Kamera weiterfahren, dass Sie da nicht abgelenkt sind. Vor der Pandemie habe ich ein bisschen kürzere Haare gehabt, jetzt sind sie ein bisschen gewachsen. Ich bin Rettungssanitäterin, Pflegefachfrau und Ausbildnerin und hoffe, dass ich Ihnen da zum Thema Haut und Notfälle der Haut und insbesondere Wunden ein paar Tipps und Tricks geben kann. Als erstes eine kleine Warnung. Diese Präsentation enthält Bilder von echten Wunden, ist für Fachpersonen vorgesehen und sollten Sie damit Mühe haben, ist das vielleicht nicht ideal für Sie. Ich möchte mich auch abgrenzen. Krankheitsbilder mit Hautausschlägen wie Masern, Herpes etc. Möchte ich Sie aufs Medinova-Webinar zum Beispiel der Kinderkrankheiten auf YouTube verweisen. Die geschlossenen Wunden wie Prellungen, iatrogene Wunden, Operationswunden werden nicht behandelt. Die Aufzählungen sind nicht abschließend. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht hier wirklich auf das, was Sie in Ihrem Berufsalltag am ehesten sehen könnten. Und es geht auch in erster Linie um Sachen, die zu Hause oder auf Niveau Apotheke behandelt werden, weniger um Arzt- und Notfallstationen. Als erstes ein paar Grundlagen. Der Aufbau der Haut sollte Ihnen bekannt sein. Die Epidermis, die Oberhaut, die Dermis, Lederhaut, Cutis, Subcutis, Unterhaut und die ganzen Hautanhangsgebilde. Die Oberhaut ist so die Hornkeimschicht, die absterbenden Hautzellen, die dann abgestoßen werden, macht eine Schutzbarriere. Der pH-Wert zwischen 5,4 und 5,9, je nach Literatur ein bisschen unterschiedlich, schützt vor eindringenden Keimen zum Beispiel. Die Dermis ist die Mittelschicht, ist dick, elastisch fest, die federt Stöße ab und bildet auch einen mechanischen Schutz. Die Subcutis isoliert, polstert, ist ein Energiespeicher aus Fettgewebe. Die ist variabel je nach Körperareal, je nach Geschlecht, nach Ernährungszustand natürlich auch. Und zum Beispiel unbeliebte Hautdellen bilden sich in diesem Bereich. Die Hautanhangsgebilde, das sind die Follikel, die Talg, Schweißdrüsen, Haare, Nägel, die natürlich auch zu unserer Haut gehören. Sobald die Haut durchtrennt wird oder die oberen Hautschichten beschädigt werden, sprechen wir von einer Wunde. Und daher vor allem der physische Schutz vor chemischen, physikalischen, bakteriellen und thermischen Einwirkungen gehören zu den Aufgaben der Haut. Die Abwehr, die Sinnesorgane, was wir alles über die Haut empfinden, ist unser größtes Sinnesorgan. Die Temperatur- und Wasserhaushaltsregulation geschehen über die Haut. Die Ausscheidung und Speicherung ebenfalls von gewissen Stoffen. Hier ein paar Zahlen, das können Sie selber überfliegen, ist mehr so nice to know, aber es ist eindrücklich, was unsere Haut alles beinhaltet und sie ist so selbstverständlich da und solange sie nicht wehtut oder blutet, interessiert sie uns eigentlich herzlich wenig und wir schauen ihr auch nicht immer so gut, wie sie es verdient hätte. Kommen wir zum eigentlichen Thema, zu den Wunden. Wir befassen uns als erstes mit dem Wundverlauf. Die Entstehungsmechanismen von Wunden sind entweder mechanisch, das heißt Druck, Zug, eine Prellung, ein Schnitt. Thermisch ist die Einwirkung von Hitze oder Kälte. Je heißer oder je kälter und je länger die Einwirkungsdauer ist, umso schlimmer die Verletzung. Die chemischen Verletzungen mit Säuren und Laugen, die Kolikuationsnekrosen oder Koagulationsnekrosen verursachen. Und auch hier sind die Menge, Dauer und Einwirkungszeit entscheidend. Aktinisch, die ionisierende Strahlung, die radioaktiven Isotope, der Sonnenbrand, der durch die aktinische Keratose zu Karzinomen führen kann. Die primäre Behandlung aber ist identisch dann mit den Verbrennungen. Sonnenbrandprävention, da möchte ich noch ganz kurz einwerfen, die Haut vergisst nie, das haben Sie sicher alle auch schon gehört. Elektrisch zu guter Letzt, das ist eigentlich identisch mit Verbrennungen, aber durch elektrische Energiestromunfälle passiert. Die vier Phasen der Wundheilung, die vier Phasen sind hier sehr schematisch dargestellt. In der Realität greifen die natürlich ineinander über, es ist nicht so klar abzugrenzen. Wir haben die exudative Phase, hier ein Bild dazu, da ist die Wunde feucht, es tritt von Fibrin und koaguliertem Blut ein Exudat aus, es bildet sich Wundschorf, der ein mechanischer Schutz bildet.
Und ein Wundödem, das man von Kratzern, zum Beispiel von Brombeersträuchern, gut kennt. Der Kratzer ist sehr fein, aber die Wundränder, die quellen dann so, das ist das typische Wundödem in der ersten Phase. Diese resorptive Phase, das ist die Phase der katabolen Autolyse. Da werden die absterbenden Zellen vom Körper selber abgebaut. Das ist eine Phase der Wundreinigung. Makrophagen, also Fresszellen, die wandern ins Wundgewebe ein und lösen diese Blutkoagel auf und resorbieren die. Dann haben wir die Proliferationsphase, das ist die Phase des Aufbaus. Die Fibroblasten, das sind Handbestandteile des Bindegewebes, die bilden Kollagen, das ist ein Strukturprotein und bauen so die Wunde wieder auf und aus. Und als viertes die Reparationsphase, da entsteht dann das endgültige Narbengewebe her, entweder von unten hoch granulierend oder von der Seite her, das ist dann die Epithelisierung, wenn die Wundränder zusammenschließen. Das Narbengewebe besitzt dann weder Talg noch Schweißdrüsen und erscheint in der Anfangsphase rötlich und nachher so weiß-perlmuttartig. Und ganz am Schluss, das geht dann Monate bis Jahre lang, das ist der Maturationsprozess, die Reifung der Narbe. Wir haben verschiedene Formen von Wundheilung. Wir haben die primäre, das ist das direkte Zusammenwachsen bei glatten Wundrändern, bei nicht infizierten, unkomplizierten Wunden. Das geschieht spontan mit einer Naht, Klammern oder speziellen Pflastern. Dann haben wir die sekundäre Wundheilung. Die Wunde wird bewusst offen gelassen, weil sie als infektiös gilt oder zu risikoreich, weil es ausgefranste Wundränder hat, die nicht zusammengebracht werden können. Chronische Wunden oder sehr oberflächliche, flache Wunden oder wenn große Gewebeteile fehlen. Die bilden oft sehr viel Exudat, was problematisch werden kann, sehen wir dann im Verlauf noch. Und die tertiäre Wundheilung, das ist hier nicht so relevant, wenn eigentlich im Rahmen der sekundären Wundheilung eine Wunde versorgt wird und dann aber primär verschlossen, zum Beispiel mit einem Tirsch, einem Hauttransplantat versorgt wird oder sekundär genäht wird. Die Beeinflussung der Wundheilung positiv ist immer Sauerstoff. Vitamine, Wärme, Feuchtigkeit und Zink ist nachweislich wundheilungsfördernd. Negativ ist der Sauerstoffmangel und auch der Durchblutungsmangel. Die Durchblutung bringt ja den Sauerstoff übers Blut dann in die Wunde. Grunderkrankungen, diverse, Zinkmangel, Trockenheit, Nässe, also es darf nicht zu trocken, nicht zu nass sein und Kälte. Die Risikofaktoren, die kennen Sie. Die meisten, das sind immer die gleichen: Übergewicht, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel. Natürlich auch noch ein schlechter Immunstatus, wenn Infektionen gefördert werden. Ein Diabetes mellitus, chronische Veneninsuffizienzen, peripher arterielle Verschlusskrankheiten etc. Also alles, was die Wundheilung stört durch Durchblutungsprobleme. Was die Wundheilung ansonsten noch stört, sind große, tiefe Wunden, die heilen grundsätzlich schlechter. Fremdkörperverschmutzungen, die nicht rauszukriegen sind. Infektionen sind katastrophal für die Wundheilung. Mangelnde Ruhigstellung, gerade in Gelenksnähe, wenn es immer wieder aufreißt. Mangelnde Feuchtigkeit oder zu viel Nässe, wie bereits erwähnt. Serum- oder Hämatombildung, wenn da die Wundtaschen gefüllt mit seröser Flüssigkeit sind, muss das manchmal sogar punktiert werden, weil der Druck dann zu groß wird und das die Durchblutung verschlechtert. Narbenkeloide oder diverse Formen von Narbenrissen, Narbenüberaufbau etc. und Wundrupturen, wenn die Wunde wieder aufplatzt. Komplikationen sind, wenn die Infektion zu einer Sepsis, also zu einer allgemeinen schweren Infektion, zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen kann, eine sogenannte Blutvergiftung. Funktionseinschränkungen, wenn zum Beispiel Vernarbungen über Gelenke bleiben, kann das Kontrakturen geben, die nicht mehr zu beheben sind. Mitbeteiligung von weiteren Strukturen, also wir müssen immer schauen, wie weit geht eine Wunde, sind da noch Sehnen, Bänder, Knochen etc. beteiligt. Die Blutung ist gerade in der ersten Phase sehr relevant, wie stark blutet es, Schmerzen und natürlich die ganzen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel der Tetanus, wo man sich überlegen muss, eben, ob eine Impfung indiziert ist, wie der Impfstatus ist, ob man noch eine Impfung empfehlen soll, gerade in der Anfangsphase. So grob kann man sagen, bei Nicht-Risikopatienten, Erwachsenen, so nach 10 Jahren im Ereignisfall sollte man die Tetanusimpfung auffrischen. Was auch ein Problem ist, immer wieder ist die sogenannte Wundmazeration. Eine Mazeration ist ein physikalischer Prozess, bei dem ein Objekt durch längeren Kontakt mit Flüssigkeit seine Eigenschaft verändert. Hier konkret bei Wunden geht
ist das umliegende Gewebe wird aufgeweicht. Ich zeige Ihnen ein Bild von einer harmlosen Mazeration. Das kennen Sie alle, wenn die Fingerkuppen so aufgeweicht sind nach langem Baden. Das ist völlig harmlos, aber natürlich im Wundbereich kann das Infektionen massiv fördern. Es verlängert langsam die Heilungsdauer und man darf es aber nicht verwechseln mit frisch gebildetem Epithelgewebe. Das ist dann auch so ein bisschen weißlich. Aber so das aufgeweichte Gewebe, das ist wirklich Gift für unsere Wunden. Jetzt kommen wir schon zur ersten Quizfrage, Martina. Martina. Super, dann schalte ich mich wieder dazu und würde diese gleich starten. Welche Faktoren können die Wundheilung positiv beeinflussen? Wärme, Kompression, Feuchtigkeit im Wundbereich, ausreichende Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr, nasse Wundverhältnisse. Ich bitte Sie, aktiv abzustimmen, damit wir Ihnen die entsprechenden Ausbildungspunkte gutschreiben können. Vielen Dank. Wir lassen es noch einen kurzen Moment laufen, damit alle teilnehmen können. So, perfekt. Jetzt schließen wir und übertragen gleich die Auflösung. Hier sind 33% für Wärme, 8% für Kompression, 67% für Feuchtigkeit im Wundbereich, 88% ausreichende Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr und 12% für nasse Wundverhältnisse. Ich übergebe dir gerne wieder das Wort, Isabella. Vielen Dank, Martina. Also die große Mehrheit hat da richtig geantwortet, wobei richtig und falsch nicht scharf zu trennen sind. Wärme ist grundsätzlich gut für die Wunde, also kalte Verhältnisse verschlechtern die Wundheilung. Kompression ist eher negativ. Ich spreche hier nicht von Kompressionsstrümpfen zum Beispiel, die ein Versacken des Blutes oder Austritt von Lymph Flüssigkeit und Ödemreduktion machen sollen, sondern ein Kompressionsverband ist nur für die erste Phase, also für die Wundheilung ist das nicht gut. Feuchtigkeit ist sehr wichtig, solange sie wohl dosiert ist und ausreichend Sauerstoff und Nährstoff ist natürlich auch wichtig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dann schauen wir uns die wichtigsten Wundarten an. Die werde ich einigermaßen zügig durchgehen, weil Sie das meiste wahrscheinlich kennen. Es geht mehr auf um eine Auffrischung, wenn etwas zu schnell sein sollte. Und mir ist bewusst, ich spreche immer sehr schnell. Es tut mir leid für das. Schreiben Sie in den Fragechat, wenn Sie etwas wiederholt haben möchten. Wunde ist nicht gleich Wunde. Wir haben diverse Wundarten und das heißt, jede Wunde muss individuell angeschaut und beurteilt werden. Wir haben die Schürfwunde, das ist eine Verletzung der Epidermis, blutet kaum, ist in der Regel nicht sehr infektionsgefährdet und verheilt meist ohne relevante Narben. Die Platzwunde ist eine stumpfe Gewalt auf ungepolsterte Haut, hier die Augenbraue, wo darunter der Schädelknochen ist. Das ist ein Faustschlag, der einer meiner Patienten erhalten hat und das ist dann aufgeplatzt. Die Wundränder sind nicht sehr glatt, die sind ein bisschen ausgefranst, dadurch ein erhöhtes Risiko. Es können sich auch kleine Wundtaschen bilden und dadurch eine eher verzögerte Wundheilung. Wir haben die Schnittwunde, die ist in der Regel stark blutend im Verhältnis zur Wundgröße. Die Tiefe ist nicht immer ganz klar. Es hat glatte, klaffende Wundränder. Ein eher geringes Infektionsrisiko. Selbstverständlich kommt das immer darauf an, mit was geschnitten wurde, mit dem sauberen Messer aus dem Geschirrspüler oder der dreckigen Gartenschere und ein hohes Risiko von Verletzung weiterer Strukturen, eben wie zum Beispiel Sehnen am Finger. Dann haben wir die Ablederung. Das ist eine traumatische Ablösung der Haut. Das ist meistens eine flache Abschürfung, wo die Haut oben noch intakt ist, aber von der Unterhaut gelöst. Am Kopf würde man das Skalpierung nennen. Sind große Hämatome mit verbunden. Das sieht man hier sehr schön. Das ist eine ältere Person, die auf den Teppichboden gestürzt ist. Das ist ein großer Bereich mit Hämatom, die Prellung. Und hier dieser kleine Bereich, das ist eine klassische Ablederung. Und auch wenn das größer ist, diese kleine Hautpartie wird nicht mehr angenäht werden können. Die ist nicht durchblutet und wird absterben. Es ist eine hohe Infektionsgefahr, gerade wenn die abgelöste Haut noch deckend ist, können sich darunter Keime einnisten. Es sind auch Nekrosen möglich, eben gerade die abgelöste Haut stirbt dann in der Regel ab. Wir haben die Risswunde, die macht sehr unschöne zerfetzte Wundränder, was ein übles Infektionsrisiko mit sich birgt. Hier ist ein Mann in eine Fischabschubmaschine gekommen und das hat ihm da die Haut von dem Finger gerissen und das ist oft auch im Zusammenhang mit Quetschwunden. Also hier ist nicht nur die Hautverletzung im Vordergrund, das sind ein sehr hohes Infektionsrisiko, das
Im Vordergrund ist nun natürlich auch die fehlende Haut. Die Stichwunde sieht äußerlich oft sehr harmlos aus. Die tiefe Schädigung ist meistens unklar. Gerade bei zum Beispiel Messerstichverletzungen ist es unklar, wie tief der Stich geht, wie der Wundkanal aussieht, was damit eingeschleppt wurde. Dadurch ein sehr hohes Infektionsrisiko. Hier ein eher amüsantes Bild. Das ist der Finger meiner Mutter mit dem Spitz der ihrer Nähmaschinennadel, der da abgebrochen ist. Und sie hat dem Arzt gesagt, ich habe das Gefühl, da ist noch was drin. Und der hat dann gesagt, nein, das, ich sehe nichts. Und als dann gerönt wurde, sah man tatsächlich den Spitz der Nadel, der dann noch entfernt wurde. Bisswunden stellen sich häufig als Riss-Quetschwunden dar. Am häufigsten sind Hundebisse. Wir haben diverse Schweregrade, auch da durch die spitzen Zähne. Auch bei Katzenbissen sieht man oft nicht, wie tief das geht. Speichel mit vielen Erregern können in die Tiefe geschleppt werden. Etwa 10% aller Hundebisse infizieren sich und 25% aller Menschenbisse. Man denke an Mike Tyson, der da seinen Gegner beim Boxen das Ohr abgebissen hat. Das ist nicht nur das fehlende Ohr, sondern auch die Infektionsgefahr sehr hoch. Hier sehen wir einen Kinderoberschenkel mit einem Hundebiss. Die Wundgröße ist nicht so schlimm, aber eben die Tiefe ist ein bisschen unklar und dadurch das Infektionsrisiko. Spezialfälle wären dann noch Schlangenbisse zum Beispiel, die in der Schweiz nicht so häufig vorkommen und vor allem keine tödlichen Gifte beinhalten. Darum werde ich da nicht näher darauf eingehen. Aber auch gerade bei Menschenbissen ist zum Beispiel das HIV- und Hepatitis-Risiko hoch, wenn der beißende Träger ist, oder bei Hunden oder anderen Tieren die Tollwutgefahr, gerade wenn man nicht weiß, woher der Hund kommt, oder Fledermäuse tragen in der Schweiz auch noch Tollwut. Bei Wildtieren gilt sie eigentlich als ausgerottet. Dann haben wir die Insektenstiche. Am häufigsten sind eigentlich Wespenstiche. Die verlieren meistens den Stachel nicht, im Gegensatz zu Bienen, die den Stachel stecken lassen und dann sterben danach, aber auch weniger häufig stechen. Die Wundversorgung ist wegen der geringen Größe meist im Hintergrund, es ist mehr die Reaktion. Gerade wenn jemand sagt, er sei allergisch, seien Sie da vorsichtig und fragen Sie zuerst mal nach, was heißt denn allergisch? Ja, es hat furchtbar gejuckt und ist angeschwollen, das ist völlig normal. Aber wenn es natürlich eine generalisierte Reaktion mit Atembeschwerden oder Juckreiz im ganzen Körper gibt, dann ist das eine generalisierte, relevante Allergie. Zecken bleiben zum Teil lange unbemerkt, die schmerzen nicht die Stiche, aber können natürlich gerade die Borreliose und die FSME übertragen. Da ist wie bei anderen Stichen die Prävention im Vordergrund, lange Kleidung im Wald, so die üblichen Schutzvorkehrungen und gerade jetzt im Hochsommer Eiscreme, alle Süßspeisen, Süßgetränke sehr vorsichtig konsumieren im Freien. Vielleicht die Getränke für Kinder eher mit einem Strohhalm, dann sieht man viel besser, wenn sich zum Beispiel eine Wespe dran befinden würde. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Scanzoni, den Imker, der mir dieses Bild zur Verfügung gestellt hat. Ich habe ihm geschrieben, ob ich ein Bienenstichbild haben kann. Er hat gesagt, das habe ich nie fotografiert. 30 Minuten später hat er gesagt, ich bin nochmals kurz hingefahren, hier hast du deinen Stich. Und das war die Biene. Blasen muss ich, glaube ich, nicht viel erklären. Wer hat sie noch nie gehabt beim Wandern? Es tut schon weh beim Hingucken. Die obersten Hautschichten verschieben sich. Es gibt eine Blase gefüllt mit Flüssigkeit. Und wenn sie offen sind, ist natürlich auch die Infektionsgefahr da. Auch Verbrennungen, hier eine Verbrennung zweiten Grades, hängt das Ausmaß der Schädigung maßgeblich von der Temperatur und der Einwirkzeit ab. Die Beurteilung ist so nach Tiefe und Fläche der Schädigung. Wir unterscheiden die verschiedenen Verbrennungsgrade. Wir haben den ersten Grad mit einer Rötung, den zweiten Grad mit Blasenbildung, dritten Grad Zerstörung des Gewebes. Das tut dann schon nicht mehr so weh, wenn die Schmerzen, die Nerven in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und die Verkohlung im vierten Grad, das geht dann tief bis auf Muskeln oder Knochen. Die Nerven sind abgestorben und der Bereich, der viertgradig verbrennt ist, tut dann auch nicht mehr weh. Bei den Erfrierungen haben wir ähnliche Einteilungsstufen und auch die Bilder präsentieren sich sehr ähnlich. Und auch dort ist die Einwirkzeit und die Kälte, das Ausmaß an Kälte relevant. Verätzungen entstehen durch Kontakt mit Säuren oder Laugen, generell mit aggressiven Chemikalien. Hier sehen wir das Bild einer Säurenverätzung, die aber bereits gespült wurde. Also das Gewebe ist auch noch aufgeweicht mit Wasser, darum sieht das so aus. Säuren führen eher zu einer Verschorfung, da der Organismus diese abpuffen kann. Laugen schmelzen das Gewebe eher ein, sogenannte Kollikationsnekrosen entstehen und das Ausmaß auch hier von
vom pH, also von der Stärke der Säure oder der Lauge und von der Einwirkzeit abhängig. Chronische Wunden im Allgemeinen. Von chronisch spricht man, wenn die Wunde über 8 Wochen keine relevante Tendenz auf Heilung zeigt, ist sehr häufig bei Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, peripher arterieller Verschlusskrankheit etc. Alle Durchblutungsstörungen können da sich negativ auswirken und ist sehr häufig an Unterschenkeln und Füßen, aber natürlich auch an anderen Stellen noch anzutreffen. Intertrigo ist so grenzwertig, chronisch, kann chronisch werden, ist im Volksmund der Hautwolf. Marathonläufer kennen das, wenn zwischen den Pobacken oder den Oberschenkeln in Hipsterkreisen heißt das jetzt Chubrub, die Haut wund wird, gerötet und sich entzündet, ist sehr schmerzhaft, es juckt, es brennt, kann einen Ausschlag geben und natürlich auch einen Pilzbefall. Hier sehen wir ein Intertrigo im Schulter, also im Achselhöhlenbereich, der durch Reibung und Schweiß entstanden ist. Nässe, Feuchtigkeit ist sehr stark fördernd. Hautfalten bei adipösen Patienten kann stark fördern, dass dann das gar nicht mehr abheilen will. Dann haben wir Ulcera, das Ulcus cruris ist ein Geschwür, eine tiefe offene Wunde. Sehr oft am Unterschenkel durch eine Bagatellverletzung verursacht, heilt dann ewig nicht ab, wird immer schlimmer, verchronifiziert sich und wird dann zum Ulkus. Ein Hinweis dazu: Ein Ulkus ist zu Deutsch ein Geschwür oder ein Haut- oder Schleimhautdefekt. Und der Volksmund denkt beim Wort Geschwür auch an Tumore und Wucherungen, was hier aber im lateinischen Ulcus eigentlich nicht der Fall ist. Hier geht es wirklich um fehlendes Gewebe, um zum Teil tief werdende Wunden. Die Infektionsgefahr ist sehr hoch, eigentlich bei allen chronischen Wunden. Der Dekubitus ist das sogenannte Wundliegen bei bettlägerigen Patienten, bei Rollstuhlpatienten, bei Diabetikern, die zum Beispiel sensorische Ausfälle in den Füßen haben und die Druckstellen von den Schuhen nicht bemerken zu lange und das dann zu Wunden führt. Auch da, das geht dann mit der Zeit auf, gibt chronische Geschwüre, wundliche Geschwüre. Wir teilen das in 4 Grade ein. Hier haben wir an der Ferse ersten und zweiten Grad, also eine Rötung und eine offene Stelle. Das kann dann aber weitergehen bis zu schweren Nekrosen, die sehr tief liegen und auch darunter liegende Strukturen betreffen. Also kann ein sehr schweres Krankheitsbild, das meistens begleitend zu anderen Krankheiten ist, darstellen. Wir haben die Ekzeme und die Dermatitis, da werde ich nicht im Detail darauf eingehen, weil wir eine eigene Weiterbildung zu diesem Thema machen könnten. Es ist ein Sammelbegriff für alle juckenden, teils nässenden, schuppenden, bildenden Entzündungen der obersten Hautschicht. Eine Superinfektion ist möglich, auch immer wieder. Es ist ein chronisches Problem häufig. Zentral ist eigentlich die Ursachensuche und Vermeidung, wobei man leider sagen muss, dass die Ursache oft nicht genau eruierbar ist. Es geht hier um genetische Veranlagung, Atopien, also Überempfindlichkeiten gegen harmlose Stoffe, Schwitzen, feuchte Hautbereiche, Stress, Überproduktion von Hautzellen, diverse Allergene etc. Also da ist ein sehr weites Krankheitsbild. Auch auf die Akne werde ich nicht groß eingehen. Wer die Pubertät so durchlebt hat, wird es kennen oder Kinder in diesem Alter hat. Es ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die geht in der Regel mit Pickeln, Komedonen, also Mitessern und Pusteln einher. Ist ein Problem der überfettenden Talgdrüsen im Gesicht, Nacken, meistens an den feineren Hautstellen, kann aber auch Brust, Rücken betreffen. Und auch da gibt es spezielle Ärzte, spezielle Produkte. Das ist sehr ein breites Spektrum, da werden wir heute nicht näher darauf angehen. Zum Schluss dieser Aufzählung noch die Wundinfektionen. Hier sehen wir einen Kinderfuß mit einer Schnittwunde, eigentlich eine harmlose kleine Schnittwunde, die sich nicht schön entzündet hat. Wir sehen von den klassischen Entzündungszeichen, die da Rubor, also Rötung, Tumor, Schwellung, Kalorüberwärmung, Dolor, Schmerz und Funktio Laesa, also Funktionseinschränkung, sehen wir hier eindeutig die Rötung und die Schwellung sehr klassisch. Das gehört behandelt. Das darf nicht weitergehen. Das ist schon eindeutig stark entzündet. Wir sprechen von einem Erysipel. Das ist meist durch Streptokokken hervorgerufen. Und wenn das dann weitergeht in die tieferen Hautgegenden, spricht man von einer Phlegmone. Das ist dann schon eine schwerste Entzündung. Aber es kommen natürlich diverse Erreger, Bakterien, Viren, Pilze in Frage und es können auch diverse Erscheinungsbilder sein. Aber so wie wir das hier an dem Fuß sehen, ist das schon sehr klassisch.
Wundbehandlung und Beurteilung. Auch hier Wunde nicht gleich Wunde. Wir könnten unzählige Fragen stellen. Ich könnte eine eigene Weiterbildung nur über die Wundbeurteilung machen. Es gibt da wahnsinnig viel abzuklären, aber ich denke, wir beschränken uns hier auf das Wesentliche und auch die Behandlungsempfehlung dazu, beziehungsweise die Einteilung Schweregrade, möchte ich relativ einfach halten auf Hausapotheke, Apotheke mit Beratung, Arztbesuch oder Notfallstation. Immer individuell beurteilen. Ich kann Ihnen hier nicht sagen, eine Schnittwunde am Finger kann man immer mit einem Pflaster aus der Hausapotheke behandeln. Es sind grundsätzlich mit jeder Schnittwunde alle 4 Stufen möglich. Es kommt extrem davon, wie die Schnittwunde entstanden ist, wo sie ist, wie sie sich im Verlauf verhält. Also ein etwas harmloses kann am Schluss auf der Notfallstation liegen. Darum immer individuell und situativ beurteilen und entscheiden. So als Grundregel möchte ich Ihnen mitgeben, ein Arztbesuch ist eigentlich immer indiziert, wenn die Verletzung über die Gelenke geht, im Gesichts- und Augengenitalbereich. Sobald da störende Verletzungen, relevante Verletzungen sind, sollte das einen Arztbesuch auslösen, weil einfach die Folgeschäden sehr stark beeinträchtigen können. Und wenn es nur ästhetisch ist im Gesicht, also eine schön genähte Narbe ist immer noch ist für viele relevant schöner oder we weniger beeinträchtigend, als wenn da eine entstellende Narbe bleibt. Bei hohem Infektionsrisiko, zum Beispiel durch Erkrankungen oder eingeschleppte Keime, wenn der Patient bereits Fieber hat, sowieso ausgefranste Wundränder, natürlich eine klitzekleine Platzwunde irgendwo an einem versteckten Bereich, die kann man selber behandeln. Aber sobald das, also jetzt die Augenbraue von der Schlägerei, die ich Ihnen gezeigt habe, die gehört versorgt chirurgisch. Da muss ein Arzt dran, wahrscheinlich wird die gereinigt und genäht. Da muss man schauen, ob es Wundtaschen hat. Das ist heikel und dann noch im Gesicht. Fremdkörper in Wunden, die nicht rauszubekommen sind, siehe Nähmaschinennadel. Verletzung benachbarter Strukturen oder auch nur den Verdacht oder zum Ausschluss, dass da etwas verletzt, gebrochen, geschnitten, gezerrt und so weiter ist. Bei Tierbissen wegen der Infektionsgefahr und zum Teil auch wegen der Meldepflicht sollte man da eigentlich zum Arzt gehen. Und natürlich, wenn sehr starke Schmerzen nicht handelbar sind oder bei Bedarf einer Impfung. Auf die Notfallstation empfehle ich, dass man bei großen tiefen Wunden, arteriellen, spritzenden Blutungen sowieso, aber auch da, es kann sehr harmlos beginnen. Ich hatte kürzlich einen Ulkus, also ein offenes Bein an bei einem Patienten und der hat gemeldet, er kann die Blutung nicht stoppen und wir haben das dann auf der Hinfahrt nicht so ernst genommen und gesagt, ja, was mit Pflaster drauf. Und der hat den Finger drauf gedrückt und wenn er ihn weggenommen hat, ist ein winzig dünner Strahl arterieller Blutung rausgekommen. Und sobald der Finger wieder drauf war, war die weg. Die war nicht relevant primär von der Menge her, aber die war unstillbar. Und arterielle Blutungen kriegen Sie auch im Finger, wenn das spritzt, kriegen Sie das fast nicht gestillt. Also in der Regel muss man das je nach Größe nähen oder kautern, sonst hört das nicht auf zu bluten. Arteriell ist wirklich mühsam. Venöse kritische Blutungen, unstillbare Blutung ist klar, gehört auf den Notfall. Großflächige Verbrennungen, wenn Sie die Wahl haben, wenn Sie in Zürich arbeiten und die ganze Palette an Spitälern haben, ist das Unispital das Spital der Wahl, die großen Verbrennungszentren. Auch Verbrennungen über zweiten Grad, schwere Verbrennung Gesicht, Gelenke gehören eigentlich auf eine Notfallstation und natürlich schwere Begleitverletzungen. Die Wundbeurteilung, wir schauen, was für eine Wunde ist das? Haben wir bereits angeschaut. Wo ist sie? Wie groß ist sie? Wie sieht der Wundrand aus? Ist er ausgefranst oder glatt? Das Wundbett, ist das verdreckt? Ist das kontaminiert? Ist das sauber? Hat es bereits ein Exudat? Kommt da Blut, seröse Flüssigkeit oder sogar Eiter raus? Wie riecht die Wunde? Das ist gerade bei älteren Wunden relevant. Eine stinkende Wunde ist in der Regel infiziert. Und wie sieht die Wundumgebung aus? Ist das völlig aufgeweicht, mazeriert? Ist das trocken? Sind die Wundränder eingerollt? Oder ist der Patient, hat er so eine Pergamenthaut durch langen Kortisonkonsum? Das ist alles viel heikler dann für die Wundheilung. Erweitert eben die Blutungen haben wir bereits angeschaut. Ich möchte da eine Anmerkung machen wegen der Blutungsmenge. Was ist relevant und was nicht? Das ist manchmal etwas schwierig zu beurteilen. Wenn es unstillbar ist, ist klar, da brauchen Sie erweiterte Unterstützung. Aber zum Beispiel stellen Sie sich eine 2 Milliliter Spritze mit Blut vor, das ist nicht groß. Wenn Sie das im Gesicht verschmieren mit den Händen, sieht das grässlich aus. Eine Kopfwunde blutet schnell mal ein bisschen. Und wenn das der Patient noch verschmiert, sieht das erschreckend aus, ist aber eine völlig geringe Menge. Nehmen Sie ein 2 Deziglas Wasser, kippen Sie das auf Ihren Küchenboden und stellen Sie sich vor, es wäre Rotblut.
dann sieht das auch erschreckend aus, sind aber nur 2 Deziliter und beim Blutspenden geben wir regelmäßig 5 Deziliter. Aber man darf die Blutungen nicht vernachlässigen, gerade bei längeren Blutungen. Wenn natürlich jemand kommt und sagt, ich habe Nasenbluten, das tropft, das ist überhaupt nicht schlimm im ersten Moment, aber das tropft seit zwei Tagen, ah ja, dann ist die Blutungsmenge halt wieder relevant. Also da nicht erschrecken, wenn es im ersten Moment schlimm aussieht, sondern möglichst neutral die Blutung beurteilen. Wir schauen, ist die Wunde kontaminiert, mit was ist es passiert, wie sieht sie aus, gibt es Begleitverletzungen, wie ist der bisherige Wundverlauf, was hat der Patient vielleicht selber schon drauf getan, hat er Vorerkrankungen, die da beeinflussend wirken können und wie ist sein Allgemein- und Ernährungszustand. Also gerade adipöse oder sehr unterernährte Patienten haben einfach größere Probleme mit der Wundheilung. Für die Wundbehandlung haben wir den Time-Algorithmus. Time steht für Tissue, das ist das Gewebe, da geht es um das Debridement, was eher chirurgisch ist, und die Wundreinigung. Die Infektionskontrolle beim I, das ist die Entzündungs- und Infektionskontrolle. Moisture, M steht für die Feuchtigkeit, das Feuchtigkeitsgleichgewicht wiederherstellen. Und E, Etcher, der Wundrand, der dann die Epithelisierung fördert. Beim T machen wir eine Reinigung. Wir können verdreckte Wunden mit Wasser spülen, mit Spülflüssigkeit. Man kann das mechanisch machen. Man kann Belege entfernen oder natürlich auch autolytisch. Der Körper kann das selber durch Autolyse, durch feuchte Wundbehandlung. In der zweiten Phase der Wundheilung haben wir gesehen, passiert das automatisch vom Körper. Infektionen vorbeugen oder bekämpfen können wir mit silberhaltigen Produkten, mit Antiseptika. Wir können eine Schonung und Ruhigstellung gerade über Gelenksbereiche veranlassen. Das schont vor Infektionen. Wundkontrolle, immer wieder schauen, wie die Wunde aussieht und frühzeitig handeln, wenn sich da etwas entzündet. Und Entzündungszeichen eben früh erkennen und frühzeitig auch einen Arztbesuch in Betracht ziehen. Nicht wenn erst wenn es ganz schlimm ist. Ich möchte da anmerken, dass ein leichter Entzündungsprozess zur Wundheilung gehört. Also die Entzündungszeichen wie Rötung, Schwellung etc., das ist eine verstärkte Durchblutung, die Nähr- und Sauerstoff in die Wunde bringt und dadurch die Heilung fördert und auch Abfallprodukte wieder abtransportieren kann. Also diese gesteigerte Durchblutung im Rahmen einer leichten Entzündung ist sehr wundheilungsförderlich und gehört zum normalen Heilungsprozess. Aber die überschießende Reaktion, die dadurch Erreger, Bakterien, Viren, Pilze verursacht wird, die wollen wir vermeiden. Das Feuchtigkeitsgleichgewicht herstellen im M, das ist ein sehr zentraler Bereich, was die Wundversorgung und Behandlung betrifft. Das A und O ist immer das Beurteilen des Exudats. Zu viel Exudat, also Wundflüssigkeit, ist eine nasse Wunde, das wollen wir aufsaugen. Zu wenig Exudat ist eine trockene Wunde, die wollen wir befeuchten. Also wir wollen immer ein warmes, leicht feuchtes Mikroklima auf der Wundoberfläche. Das ist nicht immer ganz einfach zu erreichen. Hier ein paar Hilfsmittel. Ich gebe Ihnen da einfach einen Überblick. Wir haben die Hydrofaser für leicht exudierende Wunden. Sehr praktisch daran ist, sie darf über den Wundrand hinauslappen. Man muss sie nicht zuschneiden, weil sie nur vertikal und nicht horizontal, Entschuldigung, saugt. Also die verteilt die Flüssigkeit nicht in die Breite, es kommt nicht in die Wundrandbereiche. Alginate müssen zugeschnitten werden, wirken auch granulationsfördernd, fibrinlösend, blutstillend. Schaumstoffe haben keine Wirkstoffe drin, die saugen und polstern. Je nach Wunde, die stark exudierend ist oder stark schmerzt und darum gepolstert werden muss, ist das ideal. Aber und hat auch eigentlich keine Nebenwirkungen, da keine Wirkungsstoffe drin. Aber man muss es regelmäßig wechseln, weil wenn der Schaumstoff dann vollgesaugt ist, wenn das stark exudiert, dann habe ich wieder das nasse Klima erreicht, weil es einfach draufgepappt bleibt. Das darf natürlich nicht passieren. Wir haben die Hydrokolloide, das ist dann für schwach exudierende Wunden. Da muss man aufpassen, dass es keine Mazerationen gibt, weil die Feuchtigkeit eher auf der Wunde gehalten wird und im Gegensatz dazu die Superabsorber, die sehr stark sehr nässende Wunden behandeln lässt, im Primär- oder Sekundärverband. Auch da achten, dass es dann nicht austrocknen, aber das schützt sehr gut vor Mazerationen. Dann haben wir die semipermeablen Folien, das ist auch nur schwach exudierend, macht vor allem eine Barriere gegen Bakterien und Nässe.
Der Hydrogel ist zum Befeuchten von trockenen, belegten Wunden, fördert das autolytische Debridement, also die Wundreinigung und Feuchthaltung, kühlt auch, gerade bei Verbrennungen ist das in Betracht zu ziehen. Dann haben wir die silikonbeschichteten Produkte, die sind bei Pergamenthaut, allergischen Kindern sehr dankbar, weil sie einfach nicht hautreizend sind und sehr gut wieder abzulösen. Und die silberhaltigen Produkte bei infizierten Wunden in allen Stadien. Silber hat ein sehr breites bakterizides Wirkspektrum und der große Vorteil ist, es hat bislang keine Resistenzen, die bekannt sind. Alex Schach wird dann im zweiten Teil noch näher darauf eingehen. Und zu guter Letzt, in unserem Time-Algorithmus haben wir den Wundrandschutz. Das Ziel ist das Verhindern einer Mazeration des Wundrandes. Oft reicht schon ein regelmäßiger Verbandwechsel. Dann haben wir Hautschutzfilme oder Cremes, Harnstoff, Dexpanthenol, Zink etc., Sprays, Folien können da helfen. Kompressen auch, einfach aufpassen, wenn es aufsaugt, kann es nachher wieder Mazerationen geben, aber sind dafür günstig und einfach. Keep it simple, bei Bagatellverletzungen reicht sehr häufig einfach eine Reinigung, Desinfektion, ein Pflaster, Beobachtungen und nicht nur bei den Kindern ein wenig Trost. Und meine persönlichen Tipps als Hausmittel bei klebenden Wunden, zum Beispiel auch Verbrennungen, Haushaltfolie, Klarsichtfolie, die ist sehr, also die da wird natürlich nicht als steril verkauft, weil es kein Medizinprodukt ist, aber die ist extrem sauber und klebt nicht und die Wunde kann jederzeit beurteilt werden, weil sie durchsichtig ist. Also gerade bei Kindern finde ich das etwas sehr Dankbares. Ich spreche hier von nicht infizierten, harmlosen Wunden in der Hausmittelbereich. Und stark klebende Pflaster, auch bei Kindern, aber manchmal auch bei Erwachsenen, ein kleines Drama, mit Speiseöl befeuchten, 15 bis 30 Minuten gut einziehen lassen und dann kann das viel besser entfernt werden. Und noch als letztes Pflaster über Gelenke. Das ist immer so das Problem, gerade bei Kindern. Und wo verletzen sie sich an den Gelenken, weil die zuvor das rausragen? Da das Pflaster auf der Seite etwas einschneiden und schon ist die Bewegung wieder möglich, ohne dass es immer das Pflaster ablöst. Wir haben noch die Spezialfälle, die Insektenstiche, Stachelwegkratzer oder mit Pinzette rausziehen, dass man die Giftblase nicht entleert. Den Stich entgegen gewissen Meinungen nicht wegdrücken. Herr Scanzoni hat mir das eindrücklich gezeigt, der Imker. Ein weggedrückter Stich ist nachher geschwollener, röter und juckt mehr. Also einfach sein lassen, kühlen und eventuell aussaugen. Diese Giftsauger sind in der allerersten Phase gar nicht so schlecht. Und auch diese Hitzestifte kann ich empfehlen. Es verändert das Gift und kann auch Tage später den Histaminabbau beschleunigen und somit den Juckreiz lindern. Ist halt bei Kindern immer das Problem, die Frage ist, der Juckreiz schlimmer oder ist der Schmerz vom Hitzestift, der wird halt schon ziemlich heiß für kurze Zeit, ist so die Frage, was im Vordergrund steht. Nähen kann man nur saubere, glatte Wundränder und innerhalb von 6 Stunden. Also denken Sie nicht, ah, der Patient geht dann morgen zum Arzt, wenn es genäht werden soll oder eventuell kann, dann soll er innerhalb von 6 Stunden, also gleichen Tags zum Arzt gehen. Wenn das in den Abend- oder Nachtstunden ist, darf man ungeniert die Notfallstation aufsuchen zum Nähen. Amputatversorgung, Amputate sind nicht nur ganze Armen, das sind manchmal auch nur Fingerkuppen, im Zweifelsfalle immer mitgeben. Wir haben das erlebt auf der Notfallstation, dass ein Schreiner gesagt hat, ja nein, der Daumen, der ist ab und der lag im Sägemehl, der war völlig dreckig und die Kollegen haben ihn nachher nicht mehr gefunden und die Wunde war so glatt geschnitten, dass er wahrscheinlich wieder angenäht hätte werden können oder ein Versuch wäre es wert gewesen, aber das Amputat war weg. Also das ist schade. Amputatversorgung, nicht putzen, nicht reinigen, das ganze Sägemehl oder was da dran ist, einfach lassen. Sauber in eine Gaze oder ein Taschentuch packen, wenn vorhanden in einen Plastikbeutel verschließen und diesen geschlossenen Plastikbeutel dann in einen Eiswasser- oder Kaltwasserbeutel, dass es gekühlt ist. Selbstverständlich auch so Einweg, Kühlbeutel, alles Mögliche darf gebraucht werden. Also nicht desinfizieren, nicht putzen, nicht annässen, einfach so mitgeben. Steckende Fremdkörper belassen, ich spreche hier nicht vom Spießen auf Schweizerdeutsch, vom Holzsplitter im Finger, der darf selbstverständlich selber entfernt werden. Aber gröbere, tiefere, steckende Sachen, auch Messer, die tief stecken, sein lassen. Die können blutstillend wirken im ersten Moment. Das heißt, die Blutung wird massiv verstärkt beim Rausziehen und es sind weitere Verletzungen möglich, wenn das einfach rausgezogen wird. Also bitte fixieren und stecken lassen. Verbrennungen maximal 20 Minuten kühlen. Wir haben immer wieder massiv unterkühlte Patienten generalisiert, aber auch im lokalen Bereich nur lauwarmes Wasser.
Hausmittel, wenn Sie eine erstgradige Verbrennung versorgen, machen Sie, was Sie wollen, aber alles, was zu Ihnen in die Praxis kommt, in die Apotheke, in die Drogerie, machen Sie da nichts nicht Vorgesehenes drauf. Also es gibt die Schäls, die können sicher drauf gemacht werden, aber alles, was mit Öl, Ei, weiß nicht, was alles drauf schon war, machen Sie das nicht und raten Sie den Leuten wirklich davon ab, weil sobald das weiter behandelt werden muss, hat der Arzt ein Riesentheater, bis das wieder weg ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssen von einer offenen, üblen Verbrennung zuerst das angetrocknete Ei wegkratzen. Das ist nicht schön und sicher nicht gut für die Wunde. Verätzungen gründlich lange mit Wasser spülen, weitere Kontamination verhindern, ist der Klassiker. Man spült und nachher reibt man sich im Auge. Und nachher hat man die Säure, die Lauge auch noch am Auge und im Gesicht und am Schluss ist es überall. Also auch wenn man es nicht sieht und schon gespült hat, die Wunde gilt als kontaminiert und man kann es immer noch verschleppen. Blutungen bin ich schon darauf eingegangen. Dann kommen wir zu den Fallbeispielen. Wir haben die Ausgangslage von einem 60-jährigen Mann, der kommt zu Ihnen ins Geschäft, sagt, er hat über dem Schienbein eine Wunde, die will einfach nicht verheilen und geringste Manipulation wie Strümpfe anziehen, eröffnet die Wunde immer wieder. Auf Nachfrage sagt er, er seit 6 Wochen am Geschirrspülen angeschlagen, ist nur etwa 1,5 cm groß, leicht granulierend, oberflächlich, feucht bis nass und klares Exudat. Die Wunde ist reizlos, wir haben keine Infektion. Er hat PAFK, also periphere arterielle Verschlusskrankheit, Nikotinabusus und Adipositas. Meine Beurteilung, das ist nur eine Empfehlung, positiv ist, dass es nicht groß und oberflächlich ist, nicht infektiös und mit 6 Wochen noch nicht chronisch. Negativ sind seine Vorerkrankungen, insbesondere die Durchblutungsstörung. Und die Empfehlung dazu, der Verdacht ist, dass es ein beginnendes Ulcus cruris ist, also ein offenes Bein. Und die Empfehlung, er hat bis jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht für die Wundpflege, leicht absorbierendes Verbandsmaterial, um das Exudat aufzunehmen, regelmäßige Kontrolle und wenn keine Besserung, dann Arzt. Also das kann gut in der Apotheke, Drogerie noch behandelt werden, aber wenn es dann nicht bessert, muss ein Arztbesuch in Betracht gezogen werden. Das zweite Beispiel, eine Frau mit ihrem 5-jährigen Sohn, der ist beim Spielen auf dem Asphalt gestürzt, hat sich Ellbogen und Knie aufgeschürft. Sie erzählt dann, das ist vor 10 Minuten passiert, gleich in der Nähe, darum ist sie hergekommen, ebenerdig, er ist sonst unverletzt. Ellbogen und Knie 2 und 3 cm oberflächlich geschürft. Die Blutung hat eigentlich schon aufgehört. Es ist ein bisschen verschmutzt vom Asphalt, aber das hat sie mit Brunnenwasser auf dem Spielplatz bereits ausgewaschen. Die Beurteilung. Positiv, das ist nicht groß und oberflächlich, frisch und bereits gereinigt und der Patient ist jung und gesund. Negativ habe ich hier eigentlich keine Einflussfaktoren. Das ist eine klassische Schürfwunde und die kann Reinigung schon gemacht mit Desinfektion, je nach Größe beschichteter Kompresse oder Pflaster, bei Verschorfung zur Schmerzlinderung leicht feucht gehalten werden. Also da kommen auch Wundsalben zum Zug zum Beispiel und wahrscheinlich hilft das Entchen auf dem Pflaster oder was auch immer dann für ein Bild drauf ist, am meisten. Hausapotheke oder Apotheke als Lösungsvorschlag. Der dritte Fall ist eine 28-jährige Frau, die sagt, sie hat sich schmerzhaft am Arm und Hals verbrennt und die wünscht eine Verbrennungssalbe, Verbandsmaterial und Schmerzmittel, weil es wirklich weh tut. Wir schauen dann genauer hin, das ist von einer Stunde passiert, der Kollege hat noch Zündflüssigkeit nachgegossen am Grill und hat eine Stichflamme gegeben, die hat am Arm ersten Grad, Hand- und Unterarm Blasenbildungen, 2 schwarze Stellen an den Fingern dritten Grades und Hals und Kinn ersten Grad mit Blasen zum Teil. Sie hat das schon gespült, gekühlt für 20 Minuten mit lauwarmem Wasser, genauso wie sich gehört. Das verbrannte T-Shirt wurde entfernt und das ist halt nicht geklebt oder so in der Wunde, das ging problemlos. Diese Frau gehört in meinen Augen absolut auf die Notfallstation, weil das sind Verbrennungen im Gesicht, an den Fingern wahrscheinlich dritten Grad, vielleicht ist es auch nur Schwärze, aber ich glaube, da machen wir ihr keinen Gefallen, wenn wir zuerst dran rumbasteln. Gut ist, dass sie schon gekühlt hat, jung und gesund ist, aber eben bis dritten Grades möglicherweise Hals und Gelenke und Gesicht, das ist sehr, sehr heikel. Also die gehört ins Spital, je nach Situation kann der Kollege fahren, sie fährt sicherlich nicht mehr selber oder der Rettungsdienst kann alarmiert werden. Keine Weiterkühlung wegen der Hypothermiegefahr und falls Sie ihr ein Schmerzmittel geben möchten, keine gerinnungsbeeinflussende Analgesie, dass da wirklich drauf geachtet wird. Und hier noch die zweite Quizfrage, Martina. Super, dann starten wir gleich. Wie beugt man der Mazeration Gewebsaufweichung bei Wunden vor? Durch regelmäßige Wundkontrolle und Verbandwechsel, durch okklusive Verbände, durch stark fettende Salben,
Absorption von Exudaten, Erhaltung eines feuchten Milieus. Ich bitte Sie noch einmal abzustimmen, damit wir Ihnen die entsprechenden Ausbildungspunkte gutschreiben können. So, dann können wir das hier auch auflösen. Hier sind 88% für die erste Antwort, 3% für die zweite, ebenfalls 3% für die dritte und 81% für die letzte. Ich übergebe dir gerne wieder. Danke, Martina. Natürlich absolut korrekt. Die erste und die letzte Antwort mit je über 80% sind korrekt. Wir machen Isabella, wir hören dich nicht mehr. Entschuldigung, der Klassiker mit dem Mikrofon. Kein Problem. Die erste und die letzte Antwort mit je über 80% recht gehabt. Die okklusiven Verbände und die stark verhärtenden Salben haben zum Teil ihre Berechtigung, aber nicht für die Verhinderung einer Mazeration. Das ist dann mehr zum Feuchthalten und Schützen einer Wunde. Gut, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nach wie vor Fragen in den Chat stellen können und übergebe sehr gerne für den zweiten Teil an Alex Schach. So, man hört, sieht und alles da? Tipptopp, du kannst gerne starten. Wunderbar, dann schließe ich mich direkt an. Ich wünsche erstmal allen Teilnehmern auch noch von meiner Seite einen schönen Abend. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich heute mit Isabella und Martina zusammen hier die Hautnotfälle vorzustellen und Ihnen heute eine Neuheit zu präsentieren, die jetzt seit Anfang dieser Woche zu haben ist von der Medinova, um eben Hautverletzungen gut behandeln zu können. Für den Vortrag selber werde auch ich meine Kamera wieder ausmachen und werde direkt starten. Wir haben jetzt also schon einiges in den letzten 45 Minuten über Wunden gehört und über Hautsituationen ganz unterschiedlicher Genese. Es geht jetzt bei dem Produkt natürlich hauptsächlich um die gelbe Ampel oder auch die grüne Ampel. Also wir haben hier kein Notfallprodukt, was Sie auf tiefgreifende Verletzungen oder tiefgreifende Verbrennung auftragen können, aber eher für den Haus- und Apothekengebrauch. Und wenn man da, Moment, jetzt bin ich noch nicht, will er noch nicht, doch, jetzt, genau. Und wenn man sich anschaut, was man überhaupt braucht oder was man gerne hätte bei Wundheilung, man braucht natürlich erstmal irgendwas Antimikrobielles. Also wir wollen, dass es keine Superinfektionen gibt. Wir haben jetzt schon viel gehört darüber, dass bestimmte Verletzungen natürlich eine Infektion begünstigen. Und das wollen wir verhindern, indem wir was Antimikrobielles mit einbeziehen, um eben Bakterien und Pilze von der Wunde abzuhalten. Wir wollen aber natürlich auch, dass die Wunde so schnell wie möglich heilt. Also nicht nur, dass es schmerzfrei ist, sondern auch wirklich die Wundränder schön wieder zusammenwachsen und je nachdem auch am besten keine Narbenbildung erfolgt. Und das kühlende Gefühl ist meistens eher sowas, was man, um die Schmerzrezeptoren so ein bisschen zu lindern und den initialen Schmerz etwas abzudämpfen, hat man oft gerne ein kühlendes Gefühl. Und all diese Sachen haben wir jetzt in einem Produkt zusammen vereint. Vorher möchte ich aber auch noch genauer jetzt nochmal darauf eingehen, was brauchen wir denn für eine Wundheilung? Wir haben ja jetzt recht viel schon gehört. Wir wollen zuallererst bei kleineren Wunden, ich rede jetzt von Schnittwunden, kleinen Verbrennungen, Schürfwunden oder auch gerne mal beim Sport über den Turnhallenboden einmal schön langgezogen, kennen die meisten auch, denn der Schürfbrand, es ist schmerzhaft, aber es ist kein Notfall. Aber man möchte natürlich trotzdem einen Schutzfilm auf die Wunde auftragen, der einfach physisch dafür sorgt, dass keine Bakterien und Pilze irgendwie in die Wunde und in den Wundherd eindringen können. Noch dazu wollen wir aber auch eine Infektion, wir wollen die auch
vorbeugen, indem wir ein Mittel haben, was gegen Pilze oder Bakterien wirkt. Wir wollen also nicht nur die physische Barriere, sondern auch wirklich einen Wirkstoff darüber. Und wie gerade eben schon erwähnt, das kühlende Gefühl ist häufig manchmal auch nur für den Kopf, aber generell auch um die Schmerzrezeptoren so ein bisschen abzulindern und den ganzen initialen Schmerz etwas zu dämpfen. Wenn man sich jetzt zwei Verletzungen genauer anschaut, zum Beispiel Verbrennungen und Schürfungen oder auch nässende Wunden und sich mal anschaut, was bedeutet denn das überhaupt, wenn man das behandeln möchte? Wir haben bei Verbrennungen, haben wir sehr viel jetzt auch schon gehört, haben wir die Epidermis oder Dermis, also je nachdem, wie tief es geht in die Haut, haben wir zerstört. Und die Dermis, also die zweite Hautschicht, die ist ja schon von Blut und Nervengefäßen durchzogen. Das heißt, hier entsteht zum einen ein Schmerz und natürlich auch eine gewisse Blutung. Je nachdem, wie groß die Verbrennung ist, auch eine starke Blutung. Wie gesagt, wenn wir jetzt in die Richtung starke Blutung gehen, dann sage ich Ihnen nicht, dass Sie unser neues Produkt verwenden sollen, sondern dann bleibe ich mit der Frau Müller in einer Linie und sage, bitte suchen Sie den Notarzt auf. Aber wenn es kleinere Verbrennungen sind oder wie gerade erwähnt so ein Schürfbrand, der kann dann zum Beispiel behandelt werden. Aber was ist hier das Besondere? Wir haben einen Berührungsschmerz. Durch diese Öffnung der Haut, durch die erste und vielleicht sogar zweite Hautschicht, die weg sind, haben wir natürlich einen Berührungsschmerz. Es ist also schmerzhaft, irgendwas auf die Wunde aufzutragen. Und wir haben natürlich, wenn wir irgendwelche Pflaster oder Salben benutzen, müssen wir mit den Händen ran. Die wenigsten von uns haben im Allgemeinen irgendwelche Handschuhe dabei. Das heißt, wir können natürlich Bakterien in die Wunde mit reinbringen. Und auch die Reinigung selber der Wunde ist nicht immer einfach, weil man ja nicht so dran reiben möchte, je nachdem, was es ist. Auch bei nässenden Wunden, das können auch kleinere Verbrennungen sein, wie wir gerade schon gesehen haben, haben wir noch ein weiteres Problem, dass Pflaster häufig schlecht kleben bleiben. Und jetzt hat nicht die meisten haben nicht die Klarsichtfolie direkt immer mit in der Handtasche. Und auch hier haben wir natürlich einen Berührungsschmerz. Und der Vorteil eben von dem Silver Spray von Medinova, was jetzt seit dieser Woche zu haben ist, ist, dass es ein kontaktloses Spray ist. Das heißt, Sie können das aus einer gewissen Entfernung auf die Wunde auftragen. Sie müssen es nicht verreiben oder einmassieren. Das heißt, wir bringen keinerlei neuen Infektionsmöglichkeiten in die Wunde hinein. Es hat einen kühlenden Effekt und kann dadurch den Schmerz erstmal initial lindern. Und langfristig nimmt es dann das Wundsekret auf. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Wir haben also hier all diese negativen Parts, dass wir eigentlich die Wunde nicht berühren wollen und vielleicht ein Pflaster nicht wirklich kleben bleibt. Das können wir mit diesem Wundheilspray, können wir das umgehen. Und dazu, das bedeutet natürlich, dass die Anwendungsmöglichkeiten hier sehr, sehr groß sind. Wir haben jetzt einiges von Schürf- und Kratzwunden und Schnittverletzungen gehört. Es ist hier etwas abgeschnitten, aber das lässt sich sicherlich aus dem Kontext erschließen, was hier steht. Aber auch Verbrennungen, zum Beispiel bis zum zweiten Grad, also eben wenn die erste oder die zweite Hautschicht, wenn wir also eine Rötung oder eine Blasenbildung haben oder auch nach der Blasenbildung, kann es oft passieren, dass die Blase aufplatzt und so ein bisschen Wundsekret auch frei wird. Das wären noch Möglichkeiten, wo das Silver Spray angewendet werden kann. Alle Art von nässenden Hautstellen, dazu gehört auch der Intertrigo, also der Hautwolf, wie wir gerade schon gehört haben, wenn so Haut aufeinander reibt, je nachdem beim Wandern oder beim Laufen, dann kann auch das zu einer nässenden Wunde führen und kann eben durch das Silver Spray behandelt werden. Auch der diabetische Fuß oder Wundliegen sind auch so typische Beschwerden, die dann mit dem Spray behandelt werden können. Da kommt es natürlich auch wieder auf die Größe an. Wie gesagt, wenn es im grünen oder gelben Bereich ist, wie wir gerade gehört haben, dann eignet es sich bei roten Ampelverhältnissen immer direkt in den Notfall oder zum Arzt. Was sind aber jetzt die Grundlagen von dem Silver Spray? Warum kann es all diese Sachen, die ich Ihnen gerade erzählt habe? Es liegt vor allen Dingen, der Name sagt es schon, am Silber. Wir haben also hier ein Silver Spray. Und nun ist es so, wir haben, Sie kennen wahrscheinlich auch Silber generell. Es hat eine antimikrobielle Eigenschaft. Das liegt einfach daran, dass es positiv geladene Edelmetallatome sind,
die die Membran von Bakterien und Pilzen stören. Also sie destabilisieren die Membran und dadurch können Bakterien und Pilze können einfach nicht weiter existieren. Werden also wirklich dadurch abgetötet. Und nun ist aber das Problem, das kennen auch einige von Ihnen, dass Silber sind relativ kleine Atome. Wir reden hier nicht von großen Silberkugeln, sondern wir reden hier im atomaren Bereich. Und das kann natürlich tiefer in die Haut eindringen. Und wenn das dann systemisch aufgenommen wird, dann hat die Leber einiges zu tun, um das wieder abzubauen. Das will man nicht. Und ein zweiter Fakt, den der Silber so ein bisschen schlecht dastehen lässt, ist, dass, dass es natürlich grau sich verfärben kann. Es oxidiert und während es oxidiert, wird es grau und dann kann man eventuell graue Hautstellen haben. Jetzt denken Sie, warum erzähle ich Ihnen das über unser neues Produkt? All, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich nicht in unserem Produkt vorhanden. Wir haben eine intelligente Lösung dafür gefunden und zwar sind die Silberatome an Titandioxid kobalent gebunden. Das heißt, sie können nicht tiefer in die Haut eindringen. Sie sehen hier auf der rechten Seite auch so eine schematische Darstellung. Ist sicherlich nicht chemisch korrekt, aber das sei mir jetzt verziehen. Was wichtig ist hierbei, ist, dass das Titandioxid ein sehr großes Atom ist und dadurch nicht in die tiefere Hautschicht, nicht über die Dermis- oder Subcutis-Level hinaus eindringen kann. Es bleibt also relativ oberflächlich und bietet dadurch genau diesen Schutzfilm, von dem ich vorher gesprochen habe, also eine physikalische Barriere. Und das Silber, was in dieser physikalischen Barriere vorhanden ist, das wirkt dann antimikrobiell. Also hier haben wir dann eben diesen antimikrobiellen Faktor, der sowohl Pilze als auch Bakterien daran hindert, zu wachsen oder beziehungsweise überhaupt sich auf die Wunde oder in die Wunde einzunisten. Das ist also der Trick hier beim Silber, um die negativen Folgen nicht zu haben, sondern nur die positiven, nur diese Schutzfilmbildung und die antimikrobielle Wirkung. Es kann also nicht in die Haut eindringen oder sogar systemisch aufgenommen werden und es führt nicht zu einer Oxidation, weil dieses Titandioxid ist ja schon, da ist ja schon Sauerstoff mit dabei, es ist also schon oxidiert. Es folgt also keine weitere Oxidierung vom Silber. Und dadurch auch keine Graufärbung. Der zweite Inhaltsstoff, der dann auch zu diesen Eigenschaften noch mit beiträgt, ist das Kaolin. Das Kaolin ist auch als Tonerde bekannt. Und hier sehen Sie jetzt eine schöne Darstellung von einem großen Feuer, was mit einem Pulverfeuerlöscher gelöscht werden muss. So ähnlich kann man sich auch vorstellen, wenn man das Silverspray anwendet. Es geht also darum, breitflächig hier dieses Kaolin aufzutragen, weil das absorbierende und reinigende, aber auch zusammenziehende Eigenschaften hat. Das bedeutet also, wir haben hier erstmal eine Wundsekretaufnahme, also alle exudierenden Wunden, die eben so eine Wundflüssigkeit haben, da wird das Exudat aufgenommen und zusätzlich zieht sich die Wunde zusammen, was die Bildung oder die Rückbildung und Heilung natürlich auch fördert. Ähnlich wie Sie jetzt hier auch in dem Bild diesen Feuerlöscher sehen, ist es aber auch beim Silverspray so, dass es recht weit, recht großförmig sprüht. Deswegen muss man etwa 20 cm Abstand halten von der Wunde. Man darf nicht direkt an die Wunde ran, weil es ja auch einen kühlenden Effekt hat. Aber man muss sich auch darauf einstellen, dass es nicht nur auf die Wunde, sondern je nachdem, wenn man vielleicht auf dem Unterarm aufsprüht, dann ist es natürlich etwas großflächiger. Das ist einfach nur zur Information. Aber das Kaolin hier ist eben der Key-Faktor, um das Exudat aufzunehmen und die Wunde wieder zusammenzuziehen. Und als letzten Inhaltsstoff, weil wir ja auch gerade gehört haben, dass wir die Wunden nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken haben wollen. Jetzt sagen Sie, mit dem ganzen Kaolin wird die Wunde ja trocken. Darum haben wir aber auch noch die Hyaluronsäure im Produkt mit drin. Die Hyaluronsäure kennen Sie ganz sicher aus vielen verschiedenen Produkten und natürlich auch als natürlichen Bestandteil der Haut, weil es dazu führt, dass es die Flüssigkeit in den Zellen aufnimmt und dadurch die Elastizität der Zellen stärkt. Wir haben also hier eine volumengebende Eigenschaft und das führt dazu, dass die Zellen, die jetzt zerstört worden sind, durch vielleicht eine kleine Brandwunde, eine kleine Schnittwunde, Ähnliches, eine Prellung mit einer offenen Hautstelle,
dass hier eben die Haut auch wieder Flüssigkeit aufnehmen kann, Elastizität gewinnt und dadurch eine Wundheilungsförderung stattfindet. Diese drei Faktoren zusammen, also das Silber, das Kaolin und eben das Hyaluron, das führt also dazu, dass die Wunde sehr klar und sehr rein bleiben kann, also dass eben keine Infektion stattfindet und dass die Wundheilungsförderung stattfinden kann. Wir haben hier ein ganz kleines Beispiel verglichen mit den Bildern, die Sie gerade von Frau Müller präsentiert bekommen haben, ist das natürlich eine Bagatelle. Nichtsdestotrotz ist hier eine kleine Verbrennung am Unterarm. Sie sehen sehr schön, dass es auch Wundexudat hat, also eine recht feuchte Wunde hier. Und anschließend nach dem Auftragen von dem Silver Spray, was Sie hier sehen, eben kontaktlos aufgetragen mit einer gewissen Entfernung, dadurch auch diese Sprühung um die Wunde drumherum. Also es trifft nicht nur die Wunde, sondern auch etwas drumherum, was aber nicht schädlich ist. Und letzten Endes das Wundsekret aufnimmt und die Wundheilungsförderung steigert oder fördert. Genau, und damit kommen wir auch zu meinem Ende. Ich freue mich, wenn Sie Fragen auch zu mir haben oder auch an die Frau Müller. Und das Spray, was Sie jetzt hier sehen, in zwei Größen, gibt es seit Anfang der Woche auf dem Markt. Und Sie können es gerne schon beziehen über Ihren Grossisten. Oder natürlich, wenn Sie Fragen haben, dann gerne auch, wie hier unten abgebildet, an distribution@medinova.ch. Damit bedanke ich mich und ja, schauen wir mal, ob es Fragen gibt. Perfekt, dann ist eine Frage bei uns eingegangen, die würde das Thema Blottern betreffen. Aufstechen, ja, nein. Da gäbe es immer wieder mit den Kunden Diskussionen. Ja, also grundsätzlich ist die Lehrmeinung, dass man Fragen nicht Blattern nicht aufstechen soll, weil die Flüssigkeit darin ist steril, bildet ein Schutzpolster, hält die Feuchtigkeit in der Wunde und vor allem, solange die Blase intakt ist, können keine Bakterien und Keime von außen eintreten. Das Problem ist, wenn Sie in der Berghütte sind und eine riesen Blase haben und wieder runterlaufen müssen, die geht eh auf und es wird wehtun, also da ist eigentlich entgegen der Lehrmeinung ein Aufstechen indiziert. Machen Sie das mit einem sauberen Gegenstand. Man kann zum Beispiel eine Nadel desinfizieren. Machen Sie ein kleines Loch. Es gibt die Theorie, dass man einen Faden einziehen könnte, damit die Flüssigkeit weiter abläuft. In der Regel verstopft das trotzdem. Das verklebt und funktioniert nicht ideal. Also ich empfehle, nehmen Sie ein Blasenpflaster mit. Wenn das sein muss, stechen Sie die Blase auf. Wenn Sie es irgendwie lassen können, lassen Sie es. Es verheilt auch viel schöner, wenn Sie es nicht eröffnen. Und dann Blasenpflaster drüber. Und vor allem dann schauen, wenn die Blase eröffnet ist und noch Haut drauf, das ist ein ideales Klima für Bakterien. Halten Sie sie sauber und behalten Sie sie im Auge. Danke für diese Antwort. Die nächste Frage, wie lange, wie oft wird der Spray angewendet? Das kommt natürlich ganz auf die Wunde drauf an. Also es legt sich ja so ein, Sie haben das auf dem Bild gesehen, so ein weißer Film legt sich ja dann erstmal auf die Wunde und der soll auch nicht einmassiert oder abgewaschen werden oder so, sondern der bleibt erstmal da, um eben das Exudat aufzunehmen und auch die Wundheilung zu fördern. Und wenn man dann sieht, dass es zum Beispiel wieder rausnässt, dann kann man natürlich nachtragen. Also hier würde ich eine individuelle Anwendung, da gibt es kein zweimal am Tag, dreimal oder ähnliches, sondern da muss man wirklich individuell auf die Wunde schauen. Dann würde es gleich weitergehen. Empfiehlst du, nach dem Spray ein Pflaster auf die Wunde zu legen? Nein. Also es kommt natürlich darauf an, jetzt haben wir natürlich auch Wunden, die eventuell danach von Kleidung wieder überstülpt werden. Da müsste man sich das schon überlegen, ob man erstmal das Spray aufträgt und dann irgendwie einen sterilen oder einen sauberen Verband oder Pflaster drauf macht, um eben die Kleidung auch nicht direkt wieder ranzukommen, weil dann wird es natürlich sofort wieder abgetragen. Bei allen Wunden, die offen sind, also jetzt zum Beispiel am Unterarm ganz typisch oder Ellbogen, wo es eben sich auch sehr eignet, weil man hier, wie wir schon gehört haben, selten Pflaster anwenden können. Da würde ich definitiv kein Pflaster oder noch irgendwas drauf machen, sondern nur das Spray und das dann einwirken lassen. Danke für diese Antwort.
Die nächste Frage wäre, wie lange soll man zum Beispiel einen Hautwolf mit Silberspray behandeln? Auch hier würde ich individuell schauen. Also wenn man einfach merkt, dass es besser wird, also oder ganz schlimm wäre, wenn man merkt, dass es nicht besser wird, dann muss man ganz sicher nicht nach einem anderen Produkt schauen oder vielleicht sogar einen Arzt aufsuchen, je nachdem, wie schlimm der Hautwolf ist. Im Normalfall sind es ja aber eher kleine Stellen, so Hautirritationen, die gehen relativ schnell. Wie lange man das jetzt mit dem Silverspray braucht, da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Sobald ich sie habe, kann ich sie gerne sagen. Danke für diese Antwort. Dann wäre noch eine Frage. Puder sollte nicht auf Brandwunden. Die Frage betrifft den Silberspray. Ja, also Puder generell, da wird mir Frau Müller auch zustimmen, ist natürlich jetzt nicht mehr der aktuellste Heilungs- oder in der aktuellen Heilung vorgesehen. Aber hier haben wir eben mit dem Kaolin, mit dem Spray, das ist zwar eine Pulverform, aber es ist kein Pulver in dem Sinne, was nur trocknet. Dadurch, dass wir auch noch die Hyaluronsäure drin haben, gibt es trotzdem noch eine Feuchtigkeit fürs Gewebe. Das Pulver selber hat ja den negativen Effekt, dass es die Wunde langfristig austrocknet und dadurch eben die Wundränder eigentlich nicht schön zusammenführen kann. Und da haben wir beim Silverspray, das haben wir in dem Fall nicht. Und ich denke, man darf auch unterscheiden, ob ich mich am Backofen oder am Bügeleisen verbrenne und dass eine offene Wunde gibt, wie das Foto vom Arm, das ist sehr schön, das ist die ideale Wunde für den Silverspray. Wenn Sie natürlich meine Grillpatientin nehmen und da noch Silverspray drauf machen, wird das als erstes im Spital wieder entfernt werden müssen, da hat der Silverspray keine Indikation und auch keinen Nutzen mehr. Ich denke, man muss da eine Grenze ziehen. Danke euch. Ab welchem Alter darf der Spray angewendet werden? Ab 2 Jahren. Danke für diese Antwort. Dann wäre eine Frage einer Dame. Wie passt der Spray zur Theorie der feuchten Wundheilung? Eben, das hatten wir ja gerade schon gesagt, dass es durch das Hyaluron trotzdem noch eine Feuchtigkeit in die Zellen bringt. Also es geht hier nicht nur um eine Austrocknung, sondern nur um Aufnahme des Exudats. Danke für diese Antwort. Entfernt man abgelederte Haut, zum Beispiel Altershaut, oder belässt man diese? Also wenn man sich für eine Behandlung ohne Arzt entscheidet, denke ich, jetzt nehmen wir das Foto, das wir hatten vorhin von dem Ellbogen. Wenn das nicht mehr durchblutet ist, nicht schmerzt der Hautlappen, kann der entfernt werden, weil der wird absterben. Und das Risiko, wenn der da drauf liegt, ist, dass sich noch Keime darunter sammeln und infizieren. Ich werde da aber sehr vorsichtig, also im Zweifelsfalle lieber einmal mehr zum Arzt schicken, um das zu entfernen lassen, wenn das eine kleine Ablederung ist. Ich denke, da sind wir wieder im Bereich von den Hautblasen, oder wo die Lehrmeinung klar sagt, fasst das nicht an, aber wenn die Wunde genug klein und harmlos ist, darf man das hier zu Hause entfernen. Danke für diese Antwort. Dann hätten wir noch eine weitere Frage. Wie lange kann man Hydrokolloidverbände auf der Wunde belassen, um Mazerationen zu verhindern? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann Ihnen keine Zahl sagen. Also sobald der Verband eigentlich aufgebraucht wird, sobald er aufgesogen ist und das entstehende Schäl eher nass wird, als dass es einfach feucht hält, ist er sicher zu wechseln, alle paar Tage spätestens, nur schon wegen dem Keimwachstum. Und sonst würde ich mal auf die Packungsbeilage, es gibt verschiedene Produkte, die stärker und weniger befeuchten, da würde ich mich noch darauf stützen. Perfekt, vielen Dank für eure Antworten. Das wäre die letzte Frage gewesen. Wem von euch darf ich das Wort zur finalen Verabschiedung übergeben? Gerne an Frau Müller. Ich bedanke mich schon mal und wünsche noch einen schönen Abend. Dem kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend. Danke vielmals auch für das Swiss Webinar und einen schönen Abend miteinander. Auf Wiedersehen.